So, ja, wie gesagt, ob wir um eins oder halb zwei waren, die dann in Berlin. Shit. Ja, ich bin dann halt den Tag dann mit dem Zug zurückgefahren. Das war auch der Tag, wo Luthers Geburtstag, glaube ich, war. Und keine Ahnung, Lutherstadt Wittenberg. Achso, ja, Lutherstadt Wittenberg war dann 200 Kilometer Marke. Und da gibt es übrigens sehr geile Erdbeeren. Und da waren noch irgendwie zwei andere Festivals. Also die Züge, die waren. Also voll ist untertrieben. Die waren wirklich brechend voll. Naja, aber ich bin trotzdem heil zu Hause angekommen, habe das auch überlebt. Und ja, mal gucken. Jetzt natürlich jetzt noch eine halbe Stunde labern. Ich sollte wirklich einen Podcast machen, ohne Scheiß. Podcast auf dem Fahrrad. Das gab's doch, oder gibt's doch bestimmt auch noch nicht. Übrigens, das Glitzern ist kein Filter. Das ist wirklich die Kamera, die Linse, die da oben so zerkratzt und so watzig ist von Schweiß, Fett, Dreck. Alles, was es so gibt. Aber gibt es eigentlich schon einen Podcast auf dem Fahrrad? Oder so einen Blog? Keine Ahnung. Eigentlich auch nochmal eine witzige Idee. Dann aber so ein Tandem. Oder so ein Fahrrad, wo man nebeneinander sitzt. Dann entspannt man die Kamera so vorne drauf, dass man beide Leute sieht. Und dann macht man eine Fahrradtour. Aber live würde wahrscheinlich bescheiden werden. Erstens, weil du eine dauerhafte Internetverbindung brauchst, eine gute Internetverbindung. Und es zieht extrem viel Akku. Ich merke das alleine, wenn ich hier mit der Kamera mal 20 Minuten filme, zack, 20% Akku weg. Obwohl du halt natürlich auch, wenn du so ein Bike hast, wo du neben, ah, shit, schalten. Ja, schalten, schalten, schalten. Wo du nebeneinander sitzt, hast du natürlich dann auch. Na komm schon, Baby. Mach mich nicht fertig. Kannst du natürlich an die zwei Vorderreifen, womit du lenkst, auch zwei Nabendynamos dran machen. Und dann gibt es ja auch schon so technische Spielereien, die dann den Strom sozusagen umwandeln. Gleichstrom oder Wechselstrom, ich kenne mich da nicht aus. Aber so, dass du halt dauerhaft dein Gerät laden kannst. Was ist das Geiles? Oh, jetzt muss ich mal Platz machen. Es kommen zwei Rennradfahrer. Mit gutem Tempo. Moin. So, ich weiß nicht, gefühlt Rennradfahrer. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber so viele, die lächeln, während sie fahren, gibt es nicht, ne? Also gut, es ist halt auch anstrengend, aber trotzdem mal so ein kurzes. Oh Leute, mein Arsch. Oh. Mal so ein kurzes Lächeln über die Lippen zaubern, ist ja jetzt nun kein Weltuntergang und tut auch nicht weh. Und so viel Kraft kostet das auch nicht. Könnte man fast denken, es fängt wieder an zu regnen heute Nacht. Also eine kalte Nacht wird es nicht, weil die Wolken schon wieder aufziehen. Ich zeige es euch mal und danach mache ich dann auch erstmal wieder Ende des Videos. Also es sieht jetzt nicht gerade hervorragend aus, aber es sieht auch nicht so schlimm aus wie in Holland, wo du richtig dunkle Wolken hattest, also so richtig Gewitterwolken. Da kamen auch Regentropfen runter, die waren so groß wie Bonbons gefühlt. Keine Ahnung. Wenn jetzt
in Aarholzen, dass ihr das ein bisschen mal verfolgen könnt auf der Karte, wenn ihr wollt. Und werde mich mal später melden. Bis dann.